Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego die Unglaublichen. Wir haben letztes Mal so ein komisches Pixar-Bauset-Feld freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir doch mal an. Ich meine, es kostet nur einen Stein. Den haben wir gerade auch erhalten. Ich schätze, die wollen, dass wir es bauen. Unglaublich ist korrekt. Dori, du gehörst nicht in die Unglaublichen. Was suchst du hier? Okay. Warum nicht? Okay, ich muss jetzt an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Ich hab's echt nicht so mit Unterwasserwelten in Videospielen. Ist nicht mein Ding. Von daher, kannst du das bitte mal lassen? Danke. Von daher möchte ich da jetzt eigentlich nicht abtauchen, wenn es sie irgendwie verhindern lässt. Wenn ich jedes Mal ein Okay, das sieht nach der nächsten Story-Mission aus. Aber ich würde sagen, wenn wir hier schon im Stadtpark eine Verbrechenswelle aufklären können, machen wir damit doch erstmal den Start der Episode. Willkommen zu den Meldungen des Tages. Ich bin Jane Johnson und melde mich mit den neuesten Nachrichten. Bei uns gehen gerade explosive Berichte über eine Störung im Stadtparkbezirk von New Urbem ein. Und diesmal ist es nicht nur ein nicht angeleinter Hund oder ein unberechenbarer Drachen. Hinterhältige Pantomimen wurden dabei beobachtet, wie sie in städtischen Grünanlagen Bomben legten. Die örtlichen Polizeibehörden versuchen zwar, das Chaos einzudämmen, aber wie es aussieht, benötigen sie Hilfe. Bürgern wird geraten, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit nicht zu verlassen. Es dürfte ja kein Problem darstellen, sich ein, zwei Tage lang die Beine nicht zu vertreten, oder? Schließlich werde ich dafür bezahlt, Tag für Tag in diesem Stuhl zu sitzen. Und mir geht's prima. Bon Voyage schon wieder. Und was ist mit dem Typen da los? Komm, ich helfe dir mal. Oder auch nicht? Doch. Ich glaube, das hat den jetzt nur noch mehr verwirrt. Wir lassen den einfach mal in Ruhe und der kommt da schon irgendwann wieder raus. So. Dann klären wir mal diese Verbrechenswelle auf und nix ist. Okay, das zählt für nichts oder wie? Ja, ist auch egal. Was bist du denn? Haben wir irgendjemand mit Computerkenntnissen? Haben wir. Oh. Muss ich alle Felder ausfüllen oder reicht das, wenn ich die verbinde? Okay. Also ich schätze mal, ich hätte mehr Steine gekriegt, wenn ich sie alle, wenn ich alle ausgefüllt hätte oder so. Ich
glaube, jemand mit Hitzestrahl habe ich noch nicht. Ah, cool. Es wählt so. Das Spiel zeigt einem sogar an, welche direkt. Ja, das ist super. Da hat Traveler's Tales doch tatsächlich mitgedacht. Weißt du, woher ich weiß, dass diese Pantomimen nichts Gutes im Schilde führen? Das Kunstfestival beginnt erst in 3 Wochen. Und ich habe gesehen, dass überall Bomben gelegt werden. Du musst uns helfen! Fiese Lego-Sprengkörper. Ich brauche jemanden mit einer höheren Bewegung, mit einer besseren Bewegungsschwindigkeit. Jemand, der schneller ist, verdammt mich nochmal. Okay, und die Bombe rollen wir jetzt wohin? Zumindest nicht ins Feuer, das ist mal ganz gut. Wow. Ja, im Zweifelsfall ins Wasser, ne? Sein, das zählt hier jetzt nicht so, wie das aussieht. Das zählt hier nicht. Aber ich habe die Bombe doch entschärft. Sorry, Dory, dein Riff ist kaputt, aber es war für einen guten Zweck. Okay, ich gebe ja zu, so ein Bombenkeller oder was auch immer das ist ein bisschen sicherer. So. Sprengkörper Nummer 2. Getan. Seht das hier nicht, nutzigen Straßenkünstler.
Diese Bomben sind endlich weg. Es wird Zeit, an meinem Bonsai zu arbeiten. Pass auf dich auf. Und wieder funktioniert das mit dem Geld nicht. Außerdem lässt mein Controller langsam nach. Mensch. Außerdem ist der Anzeiger hier verbuggt und ich habe das Gefühl, ich muss dieses Spiel bald mal unterbrechen. Alle in der Falle! Ich muss nach Hause. Es ist hier draußen nicht sicher für den kleinen Charlie. Hier gehen so viele Pantomimen mit unsichtbaren Hunden spazieren. Das macht ihm Angst. Ich habe massenhaft Leute gesehen, die in der Falle sitzen oder Hilfe brauchen. Es ist beängstigend da draußen. Du musst ihnen helfen! Oh nein! Feuerlöscher! Wie löscht man Brände? Weiß nicht, kann Frozone das? Oder muss ich vielleicht erstmal einen Feuerlöschwagen holen? Diese Pantomimen haben meinen Freund aufs Dach gescheucht. Benutze die Fensterputzerplattform, um da hochzukommen. Okay, im Zweifel benutzt man halt die Schurken aus der vorherigen Verbrecherwelle. Ich gehe mal davon aus, Frozen hätte zu demselben Ergebnis geführt. Vielen Dank. Oh, das war das letzte Mal, dass ich einem Straßenkünstler nicht spende. So, jetzt müsste man nur noch mal richtig zielen und dann wird da auch was draus. Whoops. Naja, da hast du das Auto ja eh nicht mehr gebraucht, oder? Auf zum nächsten Brandherd! Da. Brennt's, da hinten brennt's.
Okay, gut zu wissen, aber hier ist ja ein Wasserturm, von daher. Von daher sollte das hier eigentlich gleich schnell gelöst sein. Ja, ist incredible, ergibt Sinn. Wenn ich denn ihn einwechseln darf, danke. So, dann muss ich nur noch diese Feuerchen hier ausmachen und dann ist Schicht im Schacht. Na komm. So schwer kann das doch mit dem Ziel nicht sein. Haben Sie mir meinen Abzieher nicht weggenommen? Alle wollen Sie meinen Abzieher. Wie gut, dass du da bist. Du bist wirklich ein echter Held. Die neuesten Meldungen. Die potenziell explosive Situation im Stadtpark von New Urban wurde entschärft. Mehreren unbestätigten Quellen zufolge wurde die Gefahr im Park vom bombastischen Superschurken Bomb Voyage verursacht. Augenzeugen haben ihn in diesem Gebiet gesichtet, aber seitdem ist er verschwunden. Einige Pantomimen wurden festgenommen, sagen aber kein Wort. Nun, liebe Zuschauer, offenbar können Sie wieder unbesorgt im Park joggen gehen. Also nichts wie raus und laufen Sie herum. Sonnenschutz nicht vergessen. Muss ich ins Bankenviertel, um das nächste Verbrechen aufzuklären? Nee. Nee. Wenn ich genug Teile habe, können wir uns das hier noch schnell anschauen. Nee. Gar nicht. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir machen hier wieder Pause. Und dann geht es nächstes Mal mit dem Story-Level weiter, den ich vorhin ignoriert habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut.